So eine Leistung kann andere Tiere nicht bringen. Das ist unglaublich. Ich liebe Tauben. Mit 14 schenkte David Reynolds' Vater ihm seine ersten Tauben. Ist ja gut, Jungs. So. Diese Tauben heißt Mr. Reliable. Und er heißt Mr. Reliable, weil ich habe ihn letztes Jahr und dieses Jahr auf 1300 Kilometer geschickt. Er ist ganz zuverlässig. Und Reliable heißt auf Deutsch zuverlässig. Er ist ein absolut outstanding Tauben. Da siehst du, er hat keine Feder verloren. Das ist gut für die Flüge. Der Liebe wegen ist der Brite nach Deutschland gezogen und mit ihm 250 Weitstreckenbrieftauben, die er auf internationale Flüge schickt. Paris, London, Barcelona. Und er schwört auf sein Futter. Sonnenblumenkerne, Hanfkörner, Erdnüsse und ein Hanföl. Sehr fettreich. Oder wenn es ein leichterer Flug wird, dann durchlebetan. Und bei ihm dürfen die Männchen die Nacht vor dem Marathonflug mit ihren Weibchen verbringen. Bei der Konkurrenz strikt verboten. Wir haben das Weibchen hinten und den Vögel vorne. Und der Vögel geht wahnsinnig, weil er kann nicht so die Weibchen. Und der Weibchen geht wahnsinnig, weil sie kann nicht so den Mann. Und viele machen das. Das stresse seine Vögel zu sehr. Am Sonntag der erste internationale Langstreckenflug in diesem Jahr. Von Frankreich nach Grimmen, 700 Kilometer nonstop. Wir haben oft die Pole mit uns und das hilft mich. Weil der geht alle in Richtung Polen und der Mann kommt in die richtige Richtung. Von allen Tauben aus allen Ländern werden die Zeiten genommen. In einer abgesteckten Zone, wer am schnellsten fliegt, gewinnt. In Lissot bei Lage ist der Sammelpunkt für alle Frankreich-Flieger. Jede Taube hat einen GPS-Sender und bunte Ringe, eine Art Personalausweis. Check-in. Der Brieftaubentransporter ist da und bereit fürs Boarding. Ja, hier kommen jetzt nur die Mädels für sich und die Jungs für sich. Damit die unterwegs keine Dummheiten machen bei dieser langen Fahrt, wissen Sie? Weil die Jungs sind manchmal unberechenbar, die Mädels genauso. Die beiden Fahrer wechseln sich alle 4 Stunden ab. Sie kommen gerade aus dem brandenburgischen Fürstenwalde. Jetzt geht es über Göttingen nach Frankreich. Ich habe noch keine zweite Spritze, er hat sie. Wenn ich muss, ich drauf warten, dann ist an der Grenze. Wir halten unterwegs an, tränken sie, geben noch eine Handvoll Futter in jeden. Also von Quälerei ist da nichts. Der Trainer wirft einen letzten Blick auf seine Mannschaft. Aber die gute Tauben, leg dich hin und einfach relaxen. Jetzt geht's los. Jetzt muss die Tauben machen, was der machen muss. Vielleicht bringt sein Schlag wieder einen Pokal mit nach Hause, wie einst Taube Heinzi, Cäsan Grimmen in 7 Stunden 11. Ach, es bringt mein Herz zu pumpen, wirklich. Die Haar steht auf die Nacken und ich bin so froh. Und es kribbelt überall, wenn ich die sehe. Sonntagmorgen machen sich David Reynolds Tauben wieder auf den Heimweg mit bis zu 120 km/h, je nach Windrichtung.